und auf Ehrenbasis rein. Danke an alle da draußen, die mich hier supporten und teilen. Baller meine Worte in Lines, Creative Code für den Ripe, ey Crimex OG. Hey Leute, Crimex hier, was geht, Paul Berger? Heute werden wir den Crashtest-Simulator mit Lenkrad spielen. Das wird übelst nice werden. Ich habe richtig Angst, dass ich einfach jedes Auto komplett schrotten werde. Wir fangen hier direkt mal an mit einem Porsche 911 GTS, Leute. Sehr, sehr wildes Ding. Und wenn ihr den Crashtest-Simulator feiert, dann zeigt es natürlich immer mit einem Like und mit einem Abo, meine Freunde. Und ich mache das hier heute wirklich mit... Oh Gott. Oh Gott. Ich mache das heute hier wirklich mit Lenkrad und mit Gaspedalen, Leute. Bremsen, bremsen. Ey, das ist das erste Mal, dass ich Beeman Cheat Drive, aka Crashtest-Simulator, mit Lenkrad und so. Ey, das ist auch übelst real gemacht, Leute. Das Lenkrad vibriert auch so, wenn ich hier irgendwie durch den Rasen hier fahre. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe voll Angst, da reinzufahren. Warte mal, bevor wir hier in den Mixer reinfahren, würde ich sagen, testen wir erstmal, wie das hier generell... Das fühlt sich übelst real an, Alter. Das fühlt sich richtig real an. Guck mal, das Lenkrad bewegt sich auch richtig, Digga. Oh Gott. Okay. Ich versuche, den Wagen gerade zu halten. Wir sind ja erstmal auf einer Teststrecke unterwegs. Später geht es noch auf die Megarampe. Hui! Oh, Bremse! Nein! Oh mein Gott, erstmal den schönen Porsche geschrottet. Schaut euch das mal an, richtig mit Servolenkung und so hier. Übel heftig. Ey, Porsche. Porsche, fahr jetzt mal. Digga, man kann den auch hier kaum lenken, wenn man... Porsche. Warte mal, ich glaube, ist die Achse gebrochen oder warum lässt er sich so schlecht lenken? Fahr jetzt mal hier raus aus dem Rasen hier. Okay, jetzt gehen wir Vollgas. Okay, und bremsen. Okay, wir beruhigen uns jetzt mal wieder. Wir fahren jetzt hier erstmal hin. Und jetzt würde ich sagen, da wir gerade auf so einer Teststrecke sind und hier eh schon so ein Wasserding ist, würde ich sagen, machen wir mal einen kleinen Drift-Test. Woo! Drift it in, man. Drift it in. Okay, ich hab's mir irgendwie cooler vorgestellt. Aber voll nice mit dem Porsche. Nein, oh mein Gott. Oh mein Gott, okay, ich glaube, jetzt habe ich den Wagen wirklich geschrottet. Fahr mal hier raus jetzt. Ey, das ist so schwer zu lenken hier in dem Spiel mit Lenkrad. Das ist nicht einfach. Das ist wirklich nicht einfach, Leute. Also denkt nicht, ich bin ein schlechter Autofahrer. Das ist nicht so einfach. Als nächstes fahren wir mal mit dem Wagen in den Mixer rein. Wobei, weißt du was, ich spawn den Wagen lieber komplett neu, weil der ist mir eh schon zu kaputt. Wir brettern jetzt mit Vollspeed in den Mixer rein. Boom! Ich glaube, wäre ich in dem Auto drin, das wäre nicht gut ausgegangen. Da ist wirklich alles kaputt, was kaputt sein kann. Leute, ich will nochmal reinbrettern, das war übelst lustig. Mit Vollspeed rein! Digga, was passiert hier gerade? Das ist einfach der allerechte Unfallsimulator. Das ist jetzt der Real-Life-Unfallsimulator. Komm, noch ein letztes Mal, noch ein letztes Mal, weil es so viel Spaß macht. Bremsen! Oh Gott! Aber der Motor geht noch. Guck mal, wenn ich hier aufs Gaspedal drücke. Ich würde sagen, als nächstes machen wir mal ein anderes Auto, testen wir mal. Leute, guck mal, ich habe hier auch noch so einen Lamborghini Huracan. Wir testen es jetzt mit meinem Lambo. Ich will wissen, wie es wäre, wenn ich mit meinem Lambo so einen Unfall hätte. Natürlich, Leute, Klopf auf Holz, beziehungsweise auf Beton, ne? Ihr wisst Bescheid. Ey, warum ist der Wagen auch wieder ohne Felgen gespawnt? Warum spawnen voll viele Mods ohne Felgen? Ich verstehe das nicht. Egal, wir fahren trotzdem rein. Wir driften rein mit dem Lambo. Und boom! Alter! So, Leute, als nächstes würde ich sagen, fahren wir mal mit so einer schönen G-Klasse hier rum. Ich wollte schon immer mal mit so einer G-Klasse rumfahren. Boah, guck mal, das ist ein richtiger Geländewagen. Guck mal, wie man hier das Geländebrett hat mit dem. Bremse! Nein! Wow! Oh mein Gott! Der Motor ist kaputt, da geht gar nichts mehr. Leute, der G-Klasse geht's gar nicht gut. Jetzt nochmal real, Leute. Ach, guck mal, hier ist auch nochmal so eine Nassstrecke, wo wir nochmal testen können, wie das Bremsverhalten von der G-Klasse ist. Nein, 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 nein. Nicht gegen den Posten hier. Mann, das ist aber auch schwer, Alter. Ich weiß nicht, was hier mit der Lenkung abgeht. Vielleicht ist das Spiel auch nicht unbedingt dafür gemacht, dass man das im Lenkrad spielen sollte. Aber es ist nicht gerade einfach hier mit der Lenkung. So, G-Klasse. Ich mach mal hier keine Faxen, bitte. Der driftet auch nur rum, der Wagen. Guck mal, wie der im Driften ist. Man kann gar nichts machen. Lenk rüber, Bro. So, G-Klasse. Auf dich habe ich jetzt keinen Bock mehr. Deswegen fahren wir jetzt mit dir erstmal in den Mixer rein. Leute, guck mal, das liegt aber auch daran, weil ich nicht normal fahre. Jedes Mal, wenn ich losfahre, drehen die Reifen komplett durch. Guck mal, wenn man normal fährt, dann geht's mit der Lenkung. Das ist, weil die Reifen blockieren, weil das so real gemacht ist. Und boom! Das ist zu krass. Nein, aber jetzt habe ich das verstanden. Ich dachte immer irgendwie, ich fahre schlecht, aber das liegt einfach daran, weil ich immer so Vollgas gebe. Weil schau mal, wenn man normal fährt, dann kann man auch normal lenken. Das Spiel ist so realistisch gemacht, dass wenn die Reifen durchdrehen, dann blockieren die ja. Dann ist es natürlich auch schwerer zu lenken. Versteht ihr, wie ich meine so? Guck mal, jetzt normal. Jetzt kannst du hier ein bisschen nach rechts fahren. Du kannst ein bisschen nach links fahren. Jetzt alles gut. Also, sobald ich hier durchdrehe und rumdrifte,
Dann geht hier gar nichts mehr. Ich würde sagen, ein letztes Auto werden wir jetzt noch schrotten hier mit Lenkrad. Und zwar den Bugatti. Danach werden wir damit auf die Mega-Rampe gehen mit Lenkrad, Leute. Leute, guck mal, ich fahre einen echten Bugatti. Real Life, das ist der Real Life Autosimulator. Es fühlt sich so an, als würde ich einen echten Bugatti fahren hier. Wir fahren erstmal so eine Runde. Bevor wir den zerschrotten, will ich erstmal eine kurze, ist wie eine Probefahrt. Wie eine Probefahrt beim Bugatti-Händler. Gehst zum Bugatti-Händler und sagst, du willst eine Probefahrt machen. Dann musst du auch erstmal nachweisen, dass du mindestens 200.000 im Monat verdienst, glaube ich. Oder, Leute? Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, damit man so ein Bugatti... Nee, ich glaube, da muss man sogar noch mehr verdienen. Ich glaube, da muss man wirklich... Lass mal überlegen, so ein Bugatti Chiron kostet 3 Millionen. Da musst du doch mindestens... Nee, musst ja noch... Also keine Ahnung. Keine Ahnung, wie viel du da verdienen musst, um dir so ein Auto leisten zu können. Ich versuche jetzt mal relativ normal zu fahren, ohne dass ich hier direkt wegrutsche. Wir versuchen jetzt mal normal zu fahren. Oh Gott, hier über die Wasserstrecke. Ja, hier ist... Okay, hier ist natürlich schwierig. Hier ist natürlich schwierig. So, komm, jetzt fahren wir in den Mixer rein. Jetzt reicht es mir schon wieder. So, und da drüben in den Mixer rein. Jetzt mit Vollspeed. Jetzt mit Vollspeed in den Mixer! Und boom! Oh mein Gott, es brennt sogar! Warum macht das so viel Spaß, Autos zu schrotten, Leute? Warum ist dieses Spiel so geil? Alter, der ist so broke, Leute. Ich würde sagen, jetzt geht's ab auf die Mega-Rampe. So, meine Freunde, ich würde erstmal sagen, wir testen jetzt mal mit so einem BMW M6. Okay, Bremsung funktioniert oder Bremse. Und Gas funktioniert. Hey, ich drücke das Gaspedal voll durch. Warum fährt der nicht? Was ist los mit dem? So, und jetzt die Mega-Rampe runter mit dem BMW M6. Okay, okay, gerade halten. Ich versuche den Wagen... Oh Gott, ich merke das schon wieder. Das Lenkrad vibriert. Der will hier schon wieder... Die Reifen wollen schon wieder durchdrehen. Aber so nicht. Wow, shit, oh mein Gott, wie weit, was? So weit bin ich noch nie geflogen. Da geht gar nichts mehr. Guck mal, die Achse ist gebrochen. Die Achse ist gebrochen, deswegen dagegen. Leute, ich muss schon sagen, das Spiel ist echt realistisch gemacht. Wenn die Achse kaputt ist, dann dreht das Lenkrad einfach ohne Reaktion durch. Das ist schon echt gut gemacht. Aber ich muss sagen, irgendwie ist das komisch ein bisschen. Das ESC geht immer an. Kann das ESC mal ausgehen? Zack, Sport ESC aus. Jetzt gibt er einfach nur Vollspeedgas. So. Und jetzt fahren wir wieder die Mega-Rampe runter. Vollspeed, nicht durchdrehen. Okay, 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 okay. Und... Oh Gott. Oh, shit, und bremsen, bremsen, bremsen. Da ist wirklich, da geht gar nichts mehr. So, Leute, als nächstes würde ich sagen, schauen wir mal, wie der aufgetunte Tesla Cybertruck das macht, Leute. Wie der sich hier fahren lässt mit Lenkrad. Gönnt euch mal bitte, wie heftig der einfach nur aussieht. Wir fahren die Mega-Rampe runter. Ich muss sagen, okay, der liegt sehr gut auf der Straße. Der bricht hier eigentlich so gut wie gar nicht aus. Sehr, sehr angenehm zu fahren, angenehmes Fahrverhalten. Und wir brettern die Mega-Rampe runter. Ich versuche wieder ein bisschen zu bremsen, bremsen, bremsen. Aber es wird eh nichts bringen. Achse auch wieder gebrochen. Achse auch wieder gebrochen, da machst du nichts. So, Leute, aber jetzt würde ich sagen, kommen wir nochmal zur Königsdisziplin heute. Und zwar... Okay, bremsen. Das war ganz schön knapp. Und zwar, Leute, werden wir jetzt mal versuchen, hier lebend runterzukommen mit Lenkrad. Ich glaube ja irgendwie nicht, dass das wirklich funktioniert, Leute. Aber wir können es ja einfach mal testen. Ich zeige euch mal noch schnell die anderen. Wir fahren da mal kurz rüber. Oh, G-Klasse. Ist die Lenkung von der G-Klasse aber auch wirklich sehr schwammig, muss man leider wirklich sagen. Was haben wir hier für eine Challenge? Der dreht auch immer direkt durch, wenn ich hier Gas gebe. Oh, shit. Ey, das sieht doch gut aus. Hier werde ich jetzt mal runterfahren mit der G-Klasse. Und runter geht's. Okay, erstmal bremsen, erstmal ein bisschen fangen. Erstmal wieder ein bisschen fangen. Nein, Bro. Bro. Okay, beruhig dich, beruhig dich, beruhig dich, beruhig dich, beruhig dich. Ey, ich bremse einfach die ganze Zeit und er schlittert trotzdem weiter runter. So steil ist das hier. Weißt du was? Wir hören auf zu bremsen. Wir geben jetzt Fullspeed. Nein, 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 nicht gegen die Wand. Nicht gegen die Wand. Nein, nein. Oh mein Gott. Bro, 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 das war's komplett. Das war's komplett. Das war's komplett. Weg von der Wand, weg. Ah. Nein, nein, nein. Ich muss versuchen, die G-Klasse ein runterzubringen. Weg von der Wand. Weg von der Wand. Nein. Oh nein. Bro, man kann hier gar nichts kontrollieren. Man schlittert einfach nur. Und bremsen. Aber Leute, das Auto lebt noch. Es hat zwar ein paar Dellen abbekommen, aber es lebt noch. Porsche, zeig du mal bitte, wie gut deine Bremsen sind. Ob du hier besser runterkommst. Ich glaube schon, der Porsche lässt sich wirklich sehr, sehr angenehm fahren. Die G-Klasse ist wirklich schwer zu fahren mit Lenkrad. Muss man einfach leider... Okay, okay, ich donner hier richtig runter. Ja, okay, wir haben unseren Frontspoiler schon verloren. Das war aber mein Fehler, dass ich hier so runtergedonnert bin. Guck mal, oh, der hält sich sehr, sehr gut. Der fängt sich hier direkt. Wenn ich abbremse, kommt der auch zum Stehen. Also Porsche hat auf jeden Fall bekommt schon mal bessere Bewertung, was die Bremsen angeht, als die G-Klasse. Und jetzt donnern wir hier voll runter. Mit Topspeed, mit Highspeed. Wow! Alter, wie das Lenkrad auch hin und her wackelt. Das ist richtig krank. Wow!
Ihn hat's komplett zersägt, Leute. Aber der lässt sich so nice fahren. Oh mein Gott, Alter. Ich verlieb mich gerade ein bisschen in Porsche, Leute. Lässt sich ja echt so gut fahren. Also wenn das halbwegs real ist, hier bei dem Spiel von der Steuerung, dann Porsche ganz wild. Wir gucken mal hier eine Stufe weiter. Was gibt's denn hier noch alles für Tests? Wir fahren einfach mal runter. Eisstrecke. Ja, ey, Digga, da kannst ja gar... Digga, hier machst ja... Ey, ja, da funktioniert natürlich auch keine Bremse, weil man einfach nur runterschlittert. Hier kann ich auch machen, was ich will, Leute. Es wird nichts bringen. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Komplett Endstation. Da macht man echt gar nichts, ey. Der arme kleine Porsche. Was gibt's hier noch für Tests? Wir schauen weiter. Boah, das macht so Spaß, hier zu fahren irgendwie. Schauen wir nochmal, was war jetzt hier? War das hier das Eis? Nee, ich hoffe nicht. Hier war es Eis. Bremsen. Und zurück, Porsche. Zurück. Nein. Nicht aufs Eis. Nein, Porsche. Aus. Und er fährt aufs Eis. Das war es ja dann wieder komplett, Digga. Aber ist schon lustig, hier eigentlich runter zu rollen. Ach nein, das ist eine andere Eisstrecke. Ich wusste doch, ich bin ein bisschen weiter. Lol. Das ist eine richtige Eisrutsche hier sogar. Alter. Die Eisrutsche. Der Wagen kassiert halt hier nur, ne? Und tschüss, Porsche. Leute, jetzt habe ich die richtige Big Baba-Idee. Guck mal, was ich jetzt hier für ein krankes Offroad-Auto habe. Okay, eigentlich auch halbwegs in Ordnung von der Steuerung her. Ist ein bisschen schwammig, wegen der Federung, nehme ich mal an. Aber Leute, den brauchen wir auf jeden Fall. Denn als nächstes, bei dem nächsten Test, möchte ich so eine Steinstrecke runterfahren, die ich da hinten gerade gesehen habe. Okay, ich nehme alles zurück. Er lässt sich doch sehr, sehr schwer lenken. Ich habe da hinten so eine Steinstrecke gesehen, da will ich mal runterfahren. Und da brauchen wir auf jeden Fall ein sehr, sehr gut gefedertes Auto. So, da sind die Bäume. Das heißt, hier muss die Steinstrecke gewesen sein. So, dann wollen wir doch mal sehen, ob wir es hier mit dem Buggy runterschaffen. Und jetzt ruhig, ganz ruhig, Leute. Ruhig, Brauner. Und jetzt versuchen wir hier mal die Offroad-Steinstrecke runterzufahren. Mit Lenkrad, Leute. Langsam. Und nein, ich drehe mich schon wieder. Fahren, ein bisschen Gas geben. Ja, raus hier aus der Kuhle, raus hier. Oh mein Gott, wie das... Ey, bin ich jetzt hier aufgesetzt oder was? Komm, runter hier. Perfekt, Leute, ich bleib erstmal stecken. Okay, Test Nummer 2, Leute. Das kann ich hier nicht so auf mir sitzen lassen. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal testen. Hier war diese Steinstrecke. Der Wagen ist doch wieder für gemacht, um hier so eine Steinstrecke runter zu brettern. So, komm, jetzt enttäusch mich mal bitte nicht, Buggy. Okay, hier ist ein bisschen ruhiger. Ruhig. Ruhig, Brauner, ruhig. Ruhig, okay, und langsam, nicht wieder verkeilen hier. Okay, jetzt wieder gar... Man muss hier ganz langsam muss man das angehen. Also wenn ich das hier lebend runter schaffe, dann... Ey, bin ich jetzt schon wieder aufgesetzt oder was? Okay, Leute, ich werde es noch einmal versuchen. Ein letzter Versuch, da runterzukommen. Ansonsten weiß ich ja echt auch nicht, ey. Und diesmal werde ich einfach schnell runterfahren. Ist mir egal, ob der Buggy dabei kaputt geht oder nicht. Komm. Nicht driften. Ey, Digga, was habe ich denn da schon wieder gespawnt? Das driftet ja wie noch was. Rettern jetzt hier einfach direkt. Komm. Oh, das war ein guter Drift. Und let's go, runter mit dir. Ist mir jetzt egal, ob es kaputt geht oder nicht. Bam. Oh, der hält aber gut was aus. Alter, der hält richtig gut was aus. Okay, einen Reifen haben wir verloren, aber halb so wild. Wir haben ja noch 3 weitere. Kapi? Ah nein, das war sogar nur der Backup-Reifen hinten. Okay, easy. Easy, komm, das geht noch. Der Buggy ist noch im Game. Jetzt haben wir einen Reifen verloren. Oh no, Digga. Oh no. Ah, ich kann nichts machen, Leute. Ich kann nichts machen. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nur eine Bier getrunken. Aber ich muss echt sagen, das Ding steckt richtig gut was weg. Das Ding ist voll gepanzert, Alter. Es geht halt, es wird halt einfach immer noch funktionieren. Krasses Auto, Leute. Meine Freunde, ich würde aber sagen, das soll es von dem Video gewesen sein. Beam and Cheat Drive, aka der Crash des Simulator. Heute mit Lenkrad. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es ist, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis dann. Haut rein, Leute. Euer Crimex.